Heute geht es um einen einzigartigen Kriminalfall, der erfahrene Ermittler bis an ihre Grenzen brachte und trotz eines dreijährigen Gerichtsprozesses immer noch ungelöst geblieben ist. Der Fall Pascal Zimmer. Es ist der 30. September 2001 in Burbach, ein Stadtteil in Saarbrücken. Es sind die Kirmestage in Burbach. Der 5-jährige Pascal ist auf seinem Fahrrad unterwegs. Um 16.20 Uhr wird Pascal das letzte Mal von einem Spielkameraden gesehen. Als Pascal am Abend nicht nach Hause kommt, macht die Mutter sich große Sorgen, ruft als erstes ihre Schwester Sigrid an, die sich sofort auf den Weg nach Burbach macht. Zusammen laufen sie die Kirmes ab, fragen überall mit Fotos nach Pascal, doch ohne Erfolg. Daraufhin informiert die Familie die Polizei, die mit einer großen Suchaktion mit Hubschraubern und Spürhunden in Burbach nach dem 5-Jährigen suchen, doch vergebens. Pascal bleibt zusammen mit seinem Fahrrad verschwunden. Die Ermittlungen beginnen und der erste Verdächtige für die Ermittler war der Vater von Pascal, ein alkoholabhängiger Hilfsarbeiter. Doch schnell kommt man zum Ergebnis, der Vater Heinz hat mit dem Verschwinden seines Sohnes nichts zu tun. Auch Familie und Verwandte nehmen den Vater in Schutz. Dann eine neue Spur. Die zwei Stiefschwestern von Pascal gerieten unter Verdacht. Eine Zeugin will gesehen haben, wie die zwei Jugendlichen zusammen mit Pascal die Kirmes verlassen haben. Sie werden festgenommen und von der Polizei verhört. Die jüngere 15-jährige Schwester sagt aus, dass die ältere 18-jährige Stiefschwester Pascal mit einer Stange erschlagen und die Leiche ins Ufer an der Saar geworfen haben soll. Die 18-Jährige gesteht später die Tat, doch bevor der Pascal-Prozess beginnt, werden die Aussagen der Schwestern widerrufen. Man habe diese Aussagen unter physischer Gewaltanwendung von den Beamten erzwungen. Daraufhin zeigt die Familie die Beamten an, doch das Verfahren wegen Körperverletzung und Aussagenerpressungen wird später wieder eingestellt. Nach über einem Jahr intensive Ermittlungen im Fall Pascal kommt Ende 2002 wieder eine neue Bewegung in den Fall. Ein anderes Kind aus Burbach, der Pascal gut gekannt haben will, erzählt seiner Pflegemutter von Missbrauchsfällen in der Tosa-Klause, eine Kneipe in Burbach mit Stammgästen, die sozial schwach und ohne Perspektive dort ihre Tage verbringen. Der 8-jährige Freund von Pascal berichtet der Polizei von einer Gruppe Erwachsener, die öfter sexuelle Übergriffe gegen ihn und andere Kinder vollzogen haben sollen. Die Polizei gründet eine neue Soko, um gegen das Burbacher Milieu wegen Kinderwohlgefährdung zu ermitteln. Im Februar 2003 werden die Wirtin und die Stammgäste der Tosa-Klause verhaftet. Eine der Stammgäste, Andrea M., sagte aus, man habe Pascal in die Kneipe gelockt und mehrfach von verschiedenen Gästen vergewaltigt. Anschließend soll der 5-Jährige mit einem Kissen erstickt worden sein. Eine der Beschuldigten legt ein Geständnis ab und sagt, er habe für 20 Mark an die Wirtin im Hinterzimmer sich an Pascal und seinen 8-jährigen Freund vergangen. Er wird in einem Schnellverfahren zu 7 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Aber es gibt noch insgesamt 12 Beschuldigte, darunter 4 Frauen und 8 Männer. Am 20. September 2004 beginnt der große Prozess mit 12 Angeklagten. Die Staatsanwaltschaft hat keine Beweise, um die Angeklagten mit dem Fall Pascal in Verbindung zu bringen. Man stützt sich auf die Aussage von Andrea M., doch sie und alle anderen Angeklagten widerriefen ihre Aussagen und der Prozess geriet immer mehr ins Stocken. Dazu kommt noch ein psychologisches Gutachten, das die Aussagen von dem 8-jährigen Freund von Pascal anzweifeln. Bis Juni 2006 wurden die Angeklagten aus der Untersuchungshaft entlassen.
am 7. September 2007 werden alle 12 Angeklagten freigesprochen. Das Urteil sorgte zu Recht für viel Wirbel. Der Pascal-Prozess dauerte 3 Jahre an und ist bis heute einer der aufwendigsten Gerichtsverfahren der deutschen Justizgeschichte. Auch eine Revision der Staatsanwaltschaft Saarbrücken brachte keinen Erfolg, denn der Bundesgerichtshof war der Ansicht, dass es nichts an den Freisprüchen zu beanstanden gibt. Und so endete der Fall Pascal. Bis heute bleibt der 5-Jährige verschwunden. Die Eltern von Pascal sind während des Prozesses verstorben. Bis heute möchten Ermittler nicht über diesen Fall sprechen, manche haben sogar ihre Karriere beendet. Was ist mit Pascal Zimmer passiert? Eine Frage, die offen bleibt. Danke für eure Aufmerksamkeit. Euer Dizius.